Pektin gehört auch zu den Säuren, eine Säureart. Übrigens, die Ume-Frucht enthält 4-5% Säure und die Prunus domestica, also die grüne Pflaume, nur 1-2% an diesen wertvollen Fruchtsäuren. Pektin ist auch eine Fruchtsäure, die fördert die Verdauung. Vielleicht wird deshalb in China ja als Aperitif gerne dieser Ume-Likör gegeben oder getrunken, damit die Verdauung angeregt wird. Auch weiß ich, dass in der traditionellen chinesischen Küche Ume-Früchte mitgekocht werden. Und Japaner, da gibt es ein Essen, was auch den Soldaten mit auf den Weg gegeben wurde. Das war schon 1550 so. Da führte Japan, da gab es einen Krieg, Japan-Russland, und da wurden den Soldaten als Ration Reis gegeben und in der Mitte war eine Umeboshi. Also Umeboshi ist in Salz eingelegt. Unsere Umefrüchte dürfen fermentieren und das Gute ist, die Säuren werden nicht beschädigt durch diese Fermentation. Und Fermentation hebt ja sogar den Wert der Frucht noch, weil sich dadurch mehr Vitamine ausbilden können. Gut, Pektin fördert die Verdauung. Dann gibt es noch eine Säure, die nennt sich Picrinsäure. Diese Säureart wiederum stimuliert die Leber. Ah, Leberentgiftung, gell? Und vielleicht wird in der traditionell chinesischen Medizin deshalb auch gesagt, dass es gegen Gift ist, und zwar Gift aus der Umwelt, gegen Gift vom Gewebswasser, also zur Entgiftung, und auch vom Blut, also reinigender Effekt. Und die Katechinsäure wiederum, die drin ist, ist antiseptisch und vielleicht wurde auch deshalb die Umeboshi den Kriegern mitgegeben oder den Soldaten mit auf den Weg gegeben. 1920